Hallo, da sind wir auch schon wieder zu Let's Play Dead Space. Jetzt sind wir in der Krankenstation angekommen und gucken, was jetzt passiert. Test. So, was haben wir denn hier? Lebt da noch wer? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ah, okay. Jetzt können wir Sachen hochheben mit dem F-Knopf. Und auch wieder werfen, ne? So, genau so ungefähr. Und Fleisch, schöne Fleische. Geh weiter. Mal gucken, ob hier was drin ist. Nee, aber ich habe hier was gefunden. Da. Wie geht klein. Njam, 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 njam. Gucken, was gibt's denn hier Neues im Shop? Le Shop, gibt's da was Neues? Anzugstufe 2 haben wir. Den brauchen wir jetzt 3. Nein. Geht der nicht? So. Dann gehen wir mal weiter. Also F zum Aufheben. Und weg damit. Pinkler. Der Flammenwerfer. Heißt, wir können jetzt zurück zum Shop gehen. Hier einfach mal klicken und dann sagt er, Flammenwerfer hinzugefügt. Können wir die jetzt kaufen? Ja. Wo ist er da? Ich finde den aber nicht. Also, was heißt, ich finde den nicht gut. Alle Waffen haben irgendeinen Nutzen, aber ich finde den Cutter hier einfach am besten hier. So, piu, 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 piu. Öffnen. Isaac, wow. Sind wir noch da? Ja. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Okay. Wir müssen hier was machen. Gut. Geld. Cool. Aufmachen, was ist hier drin? Plasma-Energie, cool. Sehr viel Blut. Oh, eine Kiste. Munitionssparender werden. Okay. Wo gehen wir denn zuerst mal hin? Da! Da gehen wir zuerst mal hin. Nein. Speicherstation. Speichern, speichern. Entschuldige. Entschuldigt, wenn ich mich hier so ein bisschen räusper oder sowas. Ich habe eine leichte Erkältung, aber das soll ja eigentlich aufhalten zum Aufnehmen. Ich wollte euch ja Sachen bieten. Ich habe ja auch schon diesen Oktobermonat angekündigt. Und wäre jetzt. Entschuldigung. Wäre jetzt sehr blöd. Excuse me. Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, woher Sie kommen? Hat er verteidigt? Nee. Scheint nicht so. Ah, hier, sowas brauchen wir immer. Na, dann können wir klicken. Klick, klick. Na, wenn nämlich unten... Da wird nämlich hinten das aufgeladen. So, ich muss jetzt ein bisschen was noch trinken, tut mir leid. Oh. Ein bisschen Kräutertee mit Honig, um den Rachenraum zu beruhigen. So, jetzt gehen wir mal. Ja. Hallo? Ist hier was? Hallo? Hier ist ein Zeichen. Ah, okay. Anscheinend ist da irgendwer drin, den sie gerade röntgen.
irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich den hier nach rechts hole und ein bisschen weiter gehe, dann kommt irgendwas. Genau da hinten oder hinter mir. Habe ich doch gemacht. Jam, 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 jam. Schlimm, schlimm, schlimm hier. Immer schön zielen. Hallo? Wie geht, wie geht? Bleib liegen. Wow. Da hat man das Paradebeispiel gesehen. Der Kopf ist ab, aber er lebt noch weiter. Yep. Nekrophiler Typ da. Ich muss nachladen. Au. Cool. Ich werde geschlagen und bin dann direkt nachgeladen. Stirb. Mein Gott, das ist aber sehr hart. Düp, nachgeladen. So. Irgendwas drin? Nein. Jupp. Blitz zu Blitz. So, jetzt klappt hier das auch wieder. Dann gehen wir mal hier rein. Wow, was war das? Hast du was verschluckt? Impulsprojektor. Interessant. Okay. Können wir hier dran? Jetzt haben wir da einen Energieknoten und ein Monster. Da, abschneiden bitte. Da, abschneiden bitte. Hast du was bei dir? Super. Irgendwie bringt das nichts. Also ich glaube, für diese Dinger muss man Energieknoten einsetzen, um was rauszubekommen. Oder war das nur in zwei, aber... Jetzt. Da steht, it's time. For what? It's time for what? To boogie? Also hier ist nichts mehr drin. Haben wir drüben das geschafft, auch aufzumachen? Ich lauf mal rüber. Nee. Hier steht immer noch verschlossen. Schade. So. So, bitte hoch. Danke. Sehr zuvorkommend. Danke, danke. So. Ich brauche hier einen Weg. Kann ich hier rüber. Mein Gott, ne, lass mich doch mal hier alle in Ruhe. Da. Nachladen. Geht doch. Also der andere ist runtergefallen, davon gehe ich dann auch mal aus, dass er tot ist. Oh, Inventar. Den dann benutzen. Benutzen bitte. So, danke. Das sieht schon schlecht aus. Wir heilen uns nur immer so ein kleines Ding. Kann ich das schon, kann ich das so nehmen? Ja, danke. So. So, Plasma-Energie schön nehmen. Immer wichtig. Verschlossen. Zero-G-Therapie, also. Zero-Gravity. Oh, hinten haben wir unsere Luft. Lufttimer-Nachfüllkanister können wir finden, okay. Aber hier muss man aufpassen. Ab und zu fliegt hier nämlich irgendwas herum. Muss man mal gucken. Da durch. Da, hier kann man zum Beispiel einmal schön Sachen aufmachen. Mal gucken, was da drin ist. So. Ab und zu sind hier auch so welche von den komischen Nekrotypen.
Muss man aufpassen, weil man ja im Weltall nichts hört. Hui. Ist halt immer so eine Sache. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Jo. Dieser schwerelose Bereich ist eigentlich ganz cool, zumindest. Naja. Sagen wir es mal so, in Teil 2 haben sie es ein bisschen besser gelöst. So. So, und Steuerung dann. Wupp. Jetzt kann man so ein bisschen. Wow, mind blowing herumgehen. Jetzt weiß man gar nicht, wo oben und unten ist. So, den da müssen wir haben. Wir müssen den hier einsetzen. Rein da mit dir, bitte. Und natürlich kann auch sein, dass hier ab und zu irgendwelche Aliens kommen. Aufheben bitte. Gut. Wo ist da jetzt hin? Steuerung, hui! Und hier durch. Ende der Schwerelosigkeit. Ein Schockpad, Aufgabe erfüllt. Ah, haben wir. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ja, im Grunde will er uns jetzt eigentlich nur damit sagen, wenn wir diese Tür aufmachen, den Zero Gravity Raum. Auch welche. Hui! Da. Irgendwo ist hier noch einer, den höre ich. Da. Und, was immer ganz gut ist, wenn man Items sieht, einfach nur an sich ranholen und dann E drücken, das geht auch. Wie wir hier in diesem schwerelosen Raum sind, geht das auch ganz gut. So, wir müssen dahin. Hui! Wupp. Sagen wir es mal so, in dem zweiten Teil ist es besser gelöst, weil dann hat nämlich Isaac an seinen Füßen und sowas so kleine Düsenjets und kann sich so ein bisschen kontrolliert dadurch bewegen, sagen wir es mal so. Wartet hier etwas auf uns? Das Ungewisse. Ende der Schwerelosigkeit. Okay, und jetzt weiter. Kann sein, dass jetzt vielleicht so einer von diesen Necromorphs hier ist, damit sie sagen können, hey, in der Schwerelosigkeit sind auch Necromorphs hier. Genau so. Und, da man natürlich im Weltall nichts hört, so wie ihr jetzt gerade vermagt, ist es natürlich immer noch gruseliger, weil man weiß ja nie, was hinter einem ist. Könnte ja sein, dass hinter einem jetzt was ist. So, und jetzt müssen wir hier nämlich noch einmal gedrückt halten, damit wir sozusagen den Druck ausgleichen und das mit Luft gefüllt wird. Natürlich, wie man es kennt, wir sind jetzt wieder in einem alten Raum. Sind hier neue Monster gespawnt oder spawnen gleich neue? So. Machen wir ein bisschen weiter, so. Wenn ich das von der anderen Seite packen kann. Bitte, danke. So. Ich bin mir nicht sicher, ob der tot ist. Kopf ab. Okay. Jetzt schlagen wir ihn einfach. Können wir das? Er bringt ja nichts. Zack. So. So. Keine Lust, mich damit irgendwie so herumzuprügeln. Schlimme ist, Isaac kann ja nicht mal hier so runterspringen. Er muss runtergehen. Verschlossen zu der Tür. Okay, okay. Oh, kommt da vorne noch was raus? Ah, schade. Ah, hier. Mit einem Energieknoten überbrücken.
Ja. Kann man nämlich hier reingehen. Dann kann man sich hier ein paar Sachen rausholen. Das, mal gucken, was hier überhaupt drin ist. Wir haben hier zum Beispiel ein großes Medikit. Plasma-Energie. Was haben wir hier noch? Ein Audiolog. Wir haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Dort unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? So, das ist natürlich so ein versteckter Audiolog gewesen. Das heißt, es sind mehr so ein bisschen die Geheimniskrämereien, so wie sich die Menschen überhaupt verhalten haben in der Situation. So, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, und wir haben einen Halbleiter aus Gold. Hey, den habe ich doch mitgenommen. Lag eigentlich hier. Ja. Schneller! Ja, das war jetzt sehr fatal von mir. Wow. Normalerweise sind das diese so welche kleinen Dinger. Normalerweise schießt man auf die und wenn sie einen anspringen, dann eh. Weil wenn man zu viele auf einmal hat, machen sie einem viel zu viele Schaden, diese kleinen Necromorph-Dinger da. Eklig. Steht mir. Welcome to the lab. If you have referred to the lab, please have a referral form and CSC authorization ready to proceed to the lab. Thanks, Lab Staff. Also, wenn man irgendwas mit dem Labor am Hut haben möchte, wenn man irgendwas mit dem Labor besprechen möchte, muss man ein Formular ausfüllen. Okay. Bin ich mit einverstanden. Da hinten haben wir den Shop. So, wir haben so einen goldenen Halbleiter aufgenommen. Benötigte Meatbombe, ja. Das will nämlich auch noch hin. Ist nämlich da hinten. So. Und das kann man hier in dem Shop verkaufen und gibt uns zusätzlich Geld. Ein Impulsprojektor. Projektile. Ja, Impulsgewehr ist da, glaube ich. So. Wir haben Luftkanister Mittel. Verkaufen. So ein bescheidenes Ding brauche ich nicht. Der Halbleiter Gold hat 3000 Goldpunkte. Ja, so ordentlich. Ja. Kleine Medikits sind okay. Plasma-Energie ist auch okay. Der Plasma-Cutter bleibt auch drin. Wir könnten uns jetzt einen Energieknoten kaufen. Weil wir haben keinen. Und falls wir nochmal auf so einen Raum stoßen, ist es immer ganz gut, den zu haben. Und ich weiß jetzt auch eigentlich gar nicht, wofür wir unser Geld noch ausgeben müssen. Medikits haben wir noch genug in der Richtung. So. Werde ich jetzt mal speichern. Hier mal so einen ganz kleinen Cut machen. Dann werdet ihr aber nicht sehen. Das ist nur, damit die Asynchronität nicht kommt.